Helene, ich habe gerade im Augenwinkel gesehen, dass dein neues Album da liegt. Darf ich mir eins nehmen? Ja, klar. Ich, du. Schaut, so sieht sie aus. Schaut genau hin, sie wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Dürfte ich dich um ein Autogramm bitten? Ja. Auf dem Album? Ja, ist nicht meine schönste Unterschrift. Ist nicht schlimm. Ich möchte dich bitten, heute ein Geheimnis nur mit mir zu teilen. Ohne Worte. Wenn ich dich bitten darf, dir mal ein Geheimnis zu überlegen und dir selbst in die Augen zu schauen. Okay? Kann auch was Witziges, Banales sein. Ja, irgendwas, also nichts, irgendwas Persönliches, was man nach Möglichkeit nicht kennt. Okay. Genau. Okay. Und du schaust dir selbst in die Augen und versuchst dir das bildlich vorzustellen. Wenn es Farben gibt, stellst du dir die intensiver vor. Wenn es Gerüche gibt, riechst du die intensiver. Okay. Du schaust dir selbst in die Augen. Ich glaube, es gibt ein Wort, das dein Geheimnis beschreiben könnte. Stimmt das? Ja? Konzentrier dich auf das Wort. Schau dir selbst in die Augen. Denk immer intensiver an dieses Wort. Immer intensiver, so dass sich das Wort quasi in deine Gedanken eingraviert. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Okay. Helene, achte mal bitte auf deine beiden Ringe. Ja. Ein Ring davon hat etwas mit deinem Geheimnis zu tun. Darf ich dich mal bitten, beide Hände so aufzuhalten? Wie eine Schale? Perfekt. Ja. Dann, schau mal. Der Ring ist hier. Verschwunden, obwohl deine Unterschrift drauf ist. Moment. Und gerade. Alter! Das kannst du nicht machen. In deine Hand gefallen. Wie. Das geht nicht. Helene, schau mich mal an. Ja. Ich glaube, das Wort, an das du denkst, mit deinem Geheimnis zu tun hat, heißt Türen. Stimmt das? Ja. Ja? Weißt du, wer ich das weiß? Ich habe dich gebeten, ganz, ganz, ganz intensiv an dieses Wort zu denken. Das Wort sollte sich einbrennen, eingravieren in deine Gedanken. Es hat sich aber nicht nur in deine Gedanken eingraviert, sondern auch in den Ring hier. Wahnsinn. Oh. Okay. Okay, das ist mir zu viel. Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Das ist eine wunderschöne Idee. Also, das so aus meinem Cover also irre. Ich meine, da steht einfach Türen in meinem Ring jetzt reingraviert. Das ist schon ein bisschen verrückt. So habe ich es mir in meinen Planungen erhofft, dass ich Helene mit einer eigens für sie kreierten Illusion erfreue, beeindrucke, verzaubere. Aber natürlich war ich auf das Geheimnis gespannt. Was steckte hinter dem Wort Türen? Magst du das Geheimnis mit uns teilen? Ja, oder ja. Ich bin nur gerade so. Das ist so spooky alles. Also ja, für mich sind Türen auf der einen Seite, durch die ich immer gehe. Aber ich habe ja nur gedacht, wie ich im Bett liege. Und es muss immer alles zu sein. Das ist so meine Macke, die ich habe. Okay. Und alle Türen, alle Schubladen, wie gesagt, es muss immer alles zu sein. Und dann kann ich schlafen. Mein Geheimnis, meine Macke, mein. Mein Mantra fast schon. Jetzt wird es zu meinem Mantra so, dass ich durch alle Türen gehen muss. Ich muss jeden Schritt beschreiten. Geil. Einfach geil. Vielen Dank. Kannst nicht anders sagen. Dankeschön. Und vor allem fehlt auf meinem Cover der Ring. Guck dir doch mal, da habe ich doch andere noch hier liegen. Da, so sieht mein eigentliches Cover aus. Da fehlt jetzt der Ring, der ist jetzt hier. So stelle ich mir Magie vor. Das Dankeschön. Ist ja so toll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen baff einfach. Sehr. Er hat wirklich eine Aura, die auch speziell ist. Vielleicht ist es auch so dieses Wissen, dass da gleich was passiert. Aber er hat eine ganz tolle Ausstrahlung, muss ich sagen. Also ihn umgibt etwas, was einzigartig ist. Also muss man ihm lassen. Farid, Magic Unplugged in Doppelfolgen. Ab 8. Januar auf Sky One und auch auf Abruf.